Das sind jetzt 5. Wir haben insgesamt 54 Schafe. 54 Schafe sind 6 einzelne Metzgereien. Wir haben jetzt 5. Wenn wir die beiden verstärken, haben wir genug. Okay, dann haben wir jede Menge Fleisch, das wir verkaufen können. Hier kommt nur Schaf rein, da kommt nur Schaf rein. Da kommt das Fleisch rein. Das Fleisch wird so schon hingeliefert, aber ich brauche hier noch ein weiteres Lagerhaus für Fleisch. Und eine Karawanserei, aber doch reicht die hier, das ist in Ordnung. Die mir bitte Fleisch von hier nach da bringt. War richtig, ne? Fleisch, Fleisch, gut. So, und hier unten werden die Elfenbeinzähne gefertigt. Die rituellen Gegenstände. Die ich aber bisher noch nicht kaufen kann. Wir müssen erst für Fleisch sorgen, um die Handelsrouten abzuschließen. Und ich muss mit dem Ansehen natürlich auch wieder weiter aufwachsen. Und das können wir nur, wenn wir hier jetzt ein bisschen was an Kupferschmuck mit rausgeben. Und hier unten kommt gar kein Kupferschmuck mehr an. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Weitere Straßen. Kupferwerkstatt. Wie kann das passieren? Ja, wir verkaufen ein bisschen was, das ist richtig. Aber dass das so stark verkauft wird, dass hier unten gar nichts mehr ankommt, ist ein Riesenproblem. So, jetzt hat sie ihre Kupferketten wieder bekommen. Okay. Ganz ruhig. So, jede Menge Fleisch kommt. Das heißt, ich kann jetzt die Handelsrouten abschließen, richtig? Zumindest die ein oder andere. Dich auf jeden Fall. Da kriegen wir schon mal Papier. Das ist gut. Wir brauchen Babylon noch. Und Herakleopolis. Das heißt, 500 Ansehen müssen sich in unserem Gewahrsam noch befinden. Okay. Kriegst auch noch Ketten. Dann dürft ihr gleich loslaufen. Jetzt haben wir wieder genügend Kupferschmuck. Alles ist gut. Also, läufst du jetzt hier hinten rum, lieferst die Ketten soweit aus. Sehr gut. Und du läufst hier rum und lieferst die Ketten hier aus. Ich muss wahrscheinlich noch ein Priesterabteil bauen, aber das kriege ich gut hin. Da baue ich auch gerne 2. Das ist kein Problem. Wir haben hier und da 1. Das ist in Ordnung. Dann werde ich hier auch noch 1 bauen. Und dann haben wir das hinter uns gebracht. So, Priesterabteil. Da. Du gehst bis da vorne. Und dann im Schlängelauf wieder zurück. Du gehst bis da vorne. Und hier hinten wieder zurück. Ist okay. So, das steht. Das heißt, auch die werden sich jetzt weitestgehend entwickeln und dementsprechend natürlich noch ein paar Punkte bringen, auch im Ansehen und vor allem auch weitere Stadtbewohner, die wir wieder ausnutzen können, um endlich auch diese ganzen großen Residenzen zu erbauen und zu verbessern. Das ist schon mal gut. Allerdings kann es passieren, dass ich demnächst mal jemanden abreißen muss, um dort mehr Attraktivität mit reinzubringen. Denn die brauchen für die letzte Stufe 16 Attraktivität und dürfen nicht über 7 in der Umweltverschmutzung kommen. Aber das wird schon klappen. Fleisch haben wir jetzt, das ist schön. Und unser Ansehen geht auch immer weiter nach oben, das ist toll. Theben, ich weiß nicht, was Theben haben wollen würde, um dann endlich mit uns Handel zu treiben. Das dauert aber noch ein bisschen, bis wir das herausfinden. Jetzt können wir erstmal demnächst Babylon mit reinholen. Dafür brauchen wir bloß noch eine andere Art von Anpflanzungen. Wir müssen immerhin aus Flachs jetzt Stoffe produzieren und aus den Stoffen dann Kleidung machen. Und das Flachs, das wir anbauen, das können wir im Übermaß produzieren und dementsprechend dann auch nochmal rausgeben, um einen Handel abzuschließen. Das ist okay. Also eine weitere Brücke jetzt erstmal hier zu dieser Seite. Oh, die ging schief. Warum ging sie schief? Weil sie nämlich so gebaut wurde, dass hier kein Weg mehr hinpasst.
Und dann haben wir die Möglichkeit, schon mal Gold abzubauen. Und dann könnten wir den Goldschmuck schon mal fertigen. Das heißt, hier werden wahrscheinlich auch die Residenzen stehen, die dann das mit dem Goldschmuck erhalten. Oder ich werde sie noch weiter mittig packen, dass die das von links bekommen und von rechts noch die Siegel, denn die sind ja auch hier hinten noch. Nee, nicht da oben. Da. Hier. Da sind die Residenzen, hätte ich beinahe gesagt, die Steine für die Siegel. Wenn wir das runterbringen, dann ist das okay. Hier machen wir mal noch mehr Leute rein, die aufpassen, dass hier auch ja nichts abfackelt. Gut, was Krankheiten angeht, sind alle im Moment ein bisschen geschützt, gut durchgeimpft. Und wir sind fast bei 500 Ansehen. Das ist zwar schön, aber ich kann mir dann trotzdem die Handelsrouten nicht leisten. 499, da hört er auf, natürlich. Leck mir doch die Füße. Dann sieht es jetzt finanziell aus. Jetzt bekommen wir definitiv genügend durch die Bauern, genügend durch die Stadtbewohner, um eben die ganzen Gehälter aufzufangen. Das ist völlig okay. Plus natürlich das, was wir durch den Handel noch verdienen, was jetzt im Moment nicht so viel ist, weil wir die ganzen Kupferketten nicht mehr rausgeben. Ich muss mal gucken, wir haben ja schon sehr viele Handelsrouten nach Nippo beispielsweise, könnten jetzt, oder haben ja auch das Fleisch, warte mal, das Fleisch habe ich noch gar nicht mit rausgegeben, ne? So, Fleisch verkaufen. Gut, Nippo bekommt jetzt schon mal Fleisch von uns, das wird uns wieder mehr Ansehen bringen und auch gleichzeitig mehr Geld. Dann haben wir Babylon. Babylon möchte Schmuck und Möbel haben. Wahrscheinlich werde ich Schmuck verkaufen können, aber Möbel nicht. Tanis möchte gerne Olivenöl und rituelle Gegenstände. Rituelle Gegenstände produzieren wir demnächst, erst wenn wir die Zähne haben. Die haben wir bisher noch nicht. Da beiße ich mir die Zähne aus. Oh. 40 und 20 macht dann insgesamt 60, die wir so übers Jahr herstellen und verkaufen müssten. Dann die Zähne, Bier und sowas alles, das kommt da. Das Blöde ist, dass wir noch nicht alle Handelsrouten offen haben. Auch Sinon würde uns tatsächlich noch weitere Kupferschmuckteile abkaufen. Das könnten wir auch verkaufen, wenn wir denn mehr Kupfer hätten. Das muss ich aber erst noch einstellen. Soweit sind wir noch nicht. Haran. Nimmt auch Fleisch ab, haben wir auch noch nicht. Brauchen noch mehr Ansehen. Und das Ansehen geht jetzt natürlich hoch, indem wir da das ein oder andere verkaufen. Er ist immer noch super glücklich hier. Der fällt ja fast vom göttlichen Stuhl. Vor Freude. Beginnen wir jetzt erst einmal mit dem Gold, dass wir das schon mal abbauen. Denn das wird ja benötigt, um die einen Einwohner überhaupt erstmal mit reinzukriegen. Goldschmieden gibt es, es gibt aber auch eine Goldmine und eine neue Handelsmöglichkeit. Sehr schön, zwei Stück sogar. Hervorragend. Herakleopolis möchte uns Gold verkaufen und Elfenbein. Das sind sehr wertvolle Waren, muss ich ja jetzt mal so sagen. Goldschmuck könnten wir auch super verkaufen, aber ich bin erstmal froh, wenn wir Elfenbein endlich mal haben und die rituellen Gegenstände herstellen. Und wenn wir sie erstmal nur verkaufen. Das heißt, wir werden hier. Was gebe ich dir Schönes? Habe ich genug Bier? Nein, nie. Dann gebe ich dir Kupferschmuck auch nicht, weil der hier oben fehlt, gänzlich. Okay. Und das andere ist Haran. Haran möchte nur Fleisch oder Fisch. Da gebe ich dir Fisch mit, das ist kein Problem. Und dann kannst du auch gleich Fleisch von mir kaufen. So, viel Spaß. Das sind 90 Fleisch. Aber dass das hier mit dem Kupfer schon wieder so schlecht ist, das ärgert mich zutiefst. Das liegt aber auch daran, dass wir lange Zeit kein Kupfer hatten. Kann ich noch jetzt bei irgendjemandem neu Kupfer kaufen? Nein, das hättest du, Theben. Und Theben gibt erst ab 950 die Möglichkeit, mehr Handel zu treiben. Wie nett. Ich liebe euch auch nicht. Holz könnten wir hier beziehen aus Haran. Ansonsten nur aus Sidon und Sidon ist noch nicht bereit. Holz wären hier nochmal 60. Goldschmuck, Nineveh. Da gibt es auch Holz aus Arabcha. Dann könnten wir dort die Möbel fertig machen, müssten bloß einen weiteren Hafen hier unten mit hinmachen, um die Möbelproduktion zu starten. Ich mache mir bloß Sorgen wegen dem ganzen Kupfer.
Es ist ja katastrophal, dass das hier oben fehlt. Die haben auch nicht mehr so viel dort oben. Jetzt kriegen sie wieder, aber hier unten fehlt es wieder. Ich glaube, wir werden jetzt den Handel mit Kupferketten noch weiter drücken müssen. Das geht nicht anders. Dann machen wir daraus jetzt 15. Wir haben ja unsere 500 Ansehen dadurch, dass wir Fleisch verkaufen. Das ist okay. Fleisch soll ja auch verkauft werden, deswegen haben wir es oben überhaupt mit hingemacht. Und dann können wir jetzt lieber um die Goldminen streiten. Ha, die man aber schlecht platzieren kann. Muss ich ja mal so sagen. Ja, da kann ich bloß keine Straße mehr hinsetzen, richtig? Richtig. Okay. Zur Not muss ich zusätzliches Gold einkaufen. Das wäre jetzt nicht unbedingt schlimm. Damit habe ich ja sowieso gerechnet. Aber wir haben immerhin 4 Goldminen. 4 Goldminen mal 9 sind gerade mal 36. Das würde reichen, um 12 Residenzen zu versorgen. Machen wir nur 11, haben wir die 11, die wir brauchen. Und hätten im Prinzip genug. Ihr bekommt eine eigens für euch hingestellte Feuerwehr. Und ich könnte die Ausbeute nicht mehr erweitern, weil hier jetzt kein weiterer Platz mehr zur Verfügung steht. Das war ja bei den Kupferminen auch damals so in der letzten Mission. Ist das blöd? Verdammt, noch eins. Ja, hier hinten kann man auch nichts hinbauen, ne? Das ist so blöd hier mit dem Stein. Ja, Pech gehabt. Okay, auf jeden Fall kriegen wir jetzt erstmal Gold. Das ist schon mal gut. Das heißt auch, dass wir die Goldschmiede schon mal mit hinsetzen können. Passen ja auch genau 4 Stück. Passt auch mit der Ausbeute bzw. mit der Produktion. Und ein Lagerhaus kommt ebenfalls mit dazu, um dann den Goldschmuck einzulagern. Und ihr seid in der Produktion sowieso wahrscheinlich schneller, weil ja wir diesen komischen Gott haben, der das alles um 11% verstärkt. Ist okay. Dann brauchen wir als nächstes, jetzt bin ich am Überlegen, Holz, um das andere Zeug fertig zu machen. Ich bin auch am Überlegen, wenn wir für die Residenzen brauchen wir gar keine Klamotten. Die brauchen wir doch für die hier. Das heißt, theoretisch müsste ich auf dieser Insel auch noch das andere Zeug anpflanzen, damit wir dann daraus Stoffe weben können, die dann zu Kleidung gemacht werden. Oder ich liefere das von dieser Insel aus rüber. Da muss ich hier bloß eine Brücke ziehen. Dann machen wir das hier fertig. Ist auch eine Idee. Und hier drüben müssen ja sowieso nachher weitere arbeiten, um die Siegel fertig zu machen für die Residenzen. Für die Anwälte der Residenzen. Damit sie uns verklagen können, wenn sie irgendwas nicht bekommen. So. Ja, kauft schon mal Papier ein. Das ist okay, auch wenn ich es noch nicht in Massen brauche. Ich brauche im Prinzip 60, also machen wir 70. Wie sieht es aus mit Zähnen? Gibt es noch nicht. Haben wir noch keine Stadt. Die anderen können noch keinen Handel mit uns machen. Also könnten schon, aber ich will das Zeug hier ungern rausgeben. An Bier haben wir 67. Ist jetzt auch nicht die Welt. Wir haben nur 59 Schmuck. Das meiste hängt hier unten. Ein bisschen was ist oben. Und hier ist das Lagerhaus schon wieder ein bisschen aufgestockt worden, weil wir nicht ganz so viel verkaufen. Worum kümmere ich mich zuerst? Das ist das Problem. Das weiß ich nämlich nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob wir für die Weberei brauchen wir Stadtbewohner. Nur für die Kleidung brauchen wir später die Aristokraten. Das bedeutet, dass das völlig in Ordnung wäre und Olivenöl ja dann lediglich noch bezogen werden muss. Das können wir nicht selber herstellen. Wir haben keine Pflanzenfarm mit Olivenbäumen. Das Einzige, was wir in der Pflanzenfarm haben, ist jetzt noch Lavendel. Hätte ich beinahe gesagt. Flachs.
Will ich das schon hinbauen? Einerseits ja, um den Handel abzuschließen, also zu starten. Mit wem eigentlich? Muss ich auch nochmal gucken. Es ist ein riesiges Hin und Her, weil man sich natürlich nie sicher ist, ob das, was man jetzt als nächstes tut, wirklich das Sinnvollste ist und dazu führt, dass wir wirklich dann auch weiterkommen. Ihr habt beide ja auch die Zähne. Das heißt, Babylon könnte ich mit reinholen oder ich warte, bis wir den Schmuck haben. Dann können wir auch den geben. Letztendlich ist es egal. Ah, fuck. Ja. Oh ja, auf mir ins Ohr zu heulen, wirklich. Ich bin gerade fest am Nachdenken. Da kann ich so eine Musik gar nicht gebrauchen. Ist das zum Kotzen? Es gibt aber auch nicht viele, die Olivenöl verkaufen, ne? Das kommt nur oben aus Theben. Oh, und aus Salamis. Aus Salamis könnten wir es auch schon beziehen. Theben hätte es sogar noch ein bisschen günstiger. Schirmherrgott Dionysos, genau, ja. Feiern, bis die Party startet. Hier haben wir schon wieder die Ra, ägyptischen Götter. Herrschaft. Ich lasse mich schon wieder viel zu sehr ablenken, aber ganz ehrlich, ich bin auch fix und fertig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ich als erstes machen soll. Es könnte natürlich auch in die Hose gehen, wenn wir jetzt das Falsche produzieren und dann finanziell immer weiter abstürzen. Wir müssen ja im Prinzip Dinge produzieren, die wir auch verkaufen können. Das heißt, selbst wenn ich das hier fertig mache, ich könnte es ja nirgendwohin verkaufen. Ich könnte höchstens Stoffe verkaufen. Dann könnte ich die schon mal nähen lassen. Und das würde an Nineveh gehen. Und für Stoffe bräuchten wir nur die ganz normalen Stadtbewohner. Davon haben wir noch genug. Dann machen wir das so. Ich werde jetzt hier die Pflanzenfarm mit hinsetzen. So, dann können wir zumindest den einen Handel mit Babylon abschließen. Straße mit dazu. Das ist doch Flachs, oder? Flachsfeld, na, meine ich doch. Gut, wir sehen schon, da fehlt noch einiges an Wasser. Werden wir gleich mit beigeben. Mit beimischen. Bewässerungsgräben. Vielleicht bin ich auch einfach nicht ganz fit, dass ich über solche Dinge im Moment gar nicht nachdenken kann. Das kann natürlich auch sein. Ne, ich muss das kürzer halten, die Wege zu den Pumpen. Okay, damit bekommen wir Flachs. Jetzt brauchen wir dann noch die Lagerhäuser, in denen dann Flachs erstmal gelagert wird. Dann ziehen wir hier eine Brücke rüber, damit die direkt verbunden sind und das Ganze zu den Häfen gebracht werden kann. Wobei wir hier unten auch noch irgendwo einen Hafen mit hinbauen können. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Aber sicher ist sicher. Haha, ich bin so doof. Ich bin sowas von dämlich. Ach, Brücke. Am liebsten so weit wie möglich links, aber da kann ich nichts mehr hinsetzen. Geht das hier vielleicht? Ja. Dann nehmen wir das, dann kann ich das hier für den Hafen nutzen. Das ist okay. Super. Abreißen, abreißen, abreißen. Und dann brauchen wir zusätzlich später, aber wir können es jetzt schon mal bauen, das ist kein Problem. Die Stoffproduzenten. Stoffe, Stoffe, Stoffe. Die Webereien. So, ihr produziert bis zu 27, insgesamt bis zu 54. Das sind gerade mal 27. Das heißt, ich könnte noch drei weitere Stoffproduzenten mit hinbauen. Na, daneben.
Und ja, ich werde nicht dafür sorgen, dass die hier weiter hochgehen. Mit purer Absicht nicht, weil ich sonst die Befürchtung habe, dass es Probleme gibt. Und die streiken, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich hier jetzt das Lagerhaus hinbaue, kann ich denn da noch einen Hafen errichten? Dürfte doch funktionieren. Ja, gut. Dann kommen hier gleich die Stoffe mit rein. Aber ihr werdet erst einmal ausgeschaltet, denn ich möchte jetzt erst die Handelsroute nach Babylon eröffnen. Oder Byblos oder was auch immer. Babylon. Um dann dort die Zähne herzubeziehen. Gut, das steht. Wir haben zwar wieder ein paar Stadtbewohner ausgegeben, aber wir haben noch jede Menge übrig. Alles ist okay. Also, die werden ausgegeben sein, wenn wir denn hier das Ganze erstmal eröffnen. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Wichtiger ist, dass wir jetzt demnächst die Zähne bekommen. Es ist schon wieder viel zu wenig Kupferschmuck da. Aber es wird welcher hochgebracht. Das ist auch schon mal gut. War schon wieder leer. Hier unten geht's. Oben haben sie jetzt wieder genug Schmuck. Produktion wird gleich wieder stocken. Kriminalität ist hier unten gefährlich hoch. Dann bitte noch eine weitere Wache mit dazu. Hier geht's. Da muss im Moment keiner hin. Ich werde mal hier wahrscheinlich auch noch eine Brücke mit rüber bauen, weil ich die Befürchtung habe, dass die hier sagen, ey, das ist jetzt mein Zuständigkeitsbereich. Ihr seht aber auch nichts, ne? Okay, nee, ihr seid nur für oben zuständig. Ihr seid hierfür zuständig. Gut. Wie sieht's aus mit der Feuerwehr? Auch für unten. Okay. Ja, wir werden hier wahrscheinlich auch noch eine neue Feuerwehr und eine neue Stadtwache mit hinstellen müssen, aber im Groben und Ganzen ist das erstmal soweit in Ordnung. Guti, meine Lieben, wir haben jetzt wieder sehr viel gebaut in den letzten beiden Folgen, also in dieser und der letzten. Und ich hoffe natürlich, dass wir das Ganze so aufrechterhalten können, dass wir hier nochmal so einen richtigen Schwung auch erleben. Nicht nur finanziell gesehen, sondern eben auch was das Ansehen angeht. Da sind wir jetzt bei 660, müssten im Prinzip den Tempel noch bauen. Der würde uns auch nochmal um die 170 geben und nochmal 190 für das andere Teil, den Palast. Beide Teile zusammen sind wir also nochmal bei 360, die wir dann zur Verfügung stehen haben. Und dann haben wir auch weitaus weniger Probleme, irgendwann mal die 1650 zu erreichen. Allerdings müssen wir dafür noch das ein oder andere vorbereiten. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Ich freue mich auf den nächsten Part und bis gleich bei Nebukadnezar. Dürfte ich Sie höflichst um ein Abonnement für diesen Kanal bitten? Vorzüglich, Sie hinterließen sogar prompt ein Like. Ich verneige mich vor Ihnen.